So, wollen wir mal. Ja, da sind sie doch. So, packen wir die mal ein. Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. Ich habe mir überlegt, was könnte ich noch für Videos machen, was könnte euch interessieren. Und da ist mir aufgefallen, was ich noch gar nicht gemacht habe, dass ich euch meine Kassetten-Hörspielsammlung gezeigt habe. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache ein neues Videoformat, das ich unter dem Label Kassettenkind laufen lasse. Und darin möchte ich euch einfach immer wieder so Highlights aus meiner Kassettensammlung zeigen. Dazu sei noch gesagt, es gab eine lange Zeit, wo ich tatsächlich überhaupt keine Hörspiele gesammelt habe und auch keine Hörspiele gekauft habe. Ich kann euch nicht genau sagen, woran es lag. Ich habe einfach so ein bisschen das Interesse dafür verloren und erst vor einigen Jahren wieder aktiv angefangen, Hörspiele zu sammeln. Allerdings habe ich keine Hörspielkassetten gesammelt, weil der Hauptgrund war, die waren mir einfach zu teuer. Also die Hörspiele, die mich interessiert haben, hätten pro Folge irgendwie 30, 40 Euro gekostet und da war ich einfach nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Aber das nur am Rande. Deswegen möchte ich euch in diesem Video einer meiner Lieblingsserien vorstellen und da möchte ich euch diese zeigen. Und zwar geht es um A Nightmare on Elm Street von Europa. Die Serie besteht aus 6 Teilen. Angeblich wurden 10 schon produziert, allerdings nur die ersten 6 hier veröffentlicht. Folge 7 und 10 haben wir leider nie gehört. Aber es steht ja demnächst ein Jubiläum an, deswegen könnte es vielleicht sein, dass Europa die Archive öffnet und wir noch in den Genuss von Folge 7 bis 10 kommen. Aber wir werden sehen. Weiter ist zu sagen, dass die Serie orientiert sich sehr stark an den Filmen. Das bedeutet immer, die ersten beiden Hörspielfolgen ergeben halt einen Film. Das heißt hier Folge 1 und 2 ergeben dann Film 1, Folge 3 und 4 wären dann Teil 2 und Folge 5 und 6 wären dann der dritte Film. Hier ist noch zu sagen, eigentlich müsste es noch eine 7. Folge geben, die dann den dritten Film abschließt, weil die 6. Folge hört mittendrin auf. Also es geht in der Szene darum, dass Neil Goldman, der Arzt, mit der Nonne spricht, die er sich einbildet und die ihm dann verrät, wie man quasi Freddy Krueger vernichten oder stoppen kann. Und da hört dann eigentlich das Hörspiel auf und man fragt sich, warum geht's nicht weiter? Aber wie gesagt, es fehlen ja auch ein paar Folgen. Kommen wir zur Sprechercast. Bei der Sprechercast muss ich sagen, da gibt es einfach nichts dran zu mängeln. Es sind wirklich namhafte Sprecher dabei. Alle Sprecher machen wirklich einen unheimlich guten Job. Sie müssen sehr emotional spielen und das gelingt ihnen auch. Was ich besonders toll fand, ist, dass für Nancy Thompson, das ist die Hauptsprecherin in der Serie, sie ist auch die Hauptdarstellerin in den Filmen und sie wird hier von der gleichen Synchronsprecherin gesprochen wie in den Filmen. Und zwar von Dorette Hugo. Fand ich wirklich eine sehr tolle Sache. In weiteren Rollen gibt es auf jeden Fall noch, oder ich kann die mal hier so ein bisschen auffächern, dass man die hier auch mal so ein bisschen sieht. So und so. Zu den anderen Sprechern sei noch gesagt, also ich möchte jetzt euch nicht erklären, was in den einzelnen Folgen losgeht, sondern und auch wer jetzt in welcher Folge mitgesprochen hat, sondern euch einfach mal so einen groben Überblick verschaffen, wer da überhaupt noch sonst mitgesprochen hat. Wir hören auf jeden Fall in weiteren Rollen noch Familie Dräger. Wir hören Wolfgang Dräger, den Vater von Kerstin und Sascha Dräger, die auch jeweils eine Rolle in dem Hörspiel sprechen. Dann hören wir in den ersten beiden Folgen einen relativ jungen Simon Jäger. Ich glaube, der müsste, so wie die anderen auch, so zwischen 17 und 18 gewesen sein, als er die Rolle gemacht hat, spricht da die Rolle von Rod Lane. Und wen haben wir noch? Natürlich Freddy Krueger wird gesprochen von Rent Reins. Rent Reins ist der Synchronsprecher von unter anderem Don Johnson. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich unglaublich,
wie er Freddy Krueger in diesem Hörspiel spricht. Ich muss sagen, als Jugendlicher war ich immer schon unheimlich beeindruckt von diesem Schauspiel, wie er diese Stimme verändert und er klingt einfach auch wirklich nicht menschlich und man fürchtet sich wirklich vor ihm. Und das hat er wirklich sehr großartig gemacht. Im Film wird er, glaube ich, von Detlef Bierstedt synchronisiert, also Robert England, der in dem Film Freddy Krueger spielt, aber auch nicht in jedem. Aber ich meine, er hat, dass Detlef Bierstedt die meisten Filme synchronisiert hat. Und wen wir natürlich bei Europa auch hören, das sind die drei Fragezeichen. Natürlich rede ich von Jens Wawracek, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Jens Wawracek spricht in Folge 3 und 4 mit, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich gehören zu der Cast, die in der Krankenhausfolge mitspielen. Dort spielen sie halt die Insassen von einem Krankenhaus, wo psychisch kranke Jugendliche untergebracht werden. Und da treibt Freddy Krueger eben auch sein Unwesen. Wie gesagt, die sprechen damit. Also wie gesagt, von der Cast her kann man nur sagen, wirklich großartig. Und es machen wirklich alle einen sehr, sehr guten Job. Kommen wir zur Musik. Die Musik wurde zum größten Teil komponiert von Jan Friedrich Konrad. Und ihr kennt ihn auch aus zahlreichen drei Fragezeichen Produktionen. Da hat er unter anderem die neue Titelmelodie gemacht. Und hier hat er eben auch nicht die komplette Musik, aber einen Großteil der Musik komponiert. Unter anderem eben auch das Main Theme, was ich wirklich nach wie vor großartig finde. Ist wirklich ein mega Intro für ein Hörspiel. Und die Musik insgesamt ist auch sehr atmosphärisch, sehr düster. Und es ist wirklich, ich muss sagen, eine wirklich tolle Produktion. Ich glaube auch, dass die, wenn sie die heute nochmal rausbringen würden, 1:1 so übernommen werden könnte und keiner würde sagen, was ist denn das für ein alter Scheiß? Auf gar keinen Fall, sie ist wirklich gut. Sie ist für ein Jugendhörspiel sogar sehr krass. Man muss überlegen, sie ist veröffentlicht worden 1990. Eine andere Zeit. Also da ist man vielleicht mit so einem Thema oder mit Horror noch anders umgegangen. Und ist vielleicht auch ein Grund, warum Folge 7 und 10 einfach nicht veröffentlicht wurden, weil sie vielleicht einfach zu krass waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall insgesamt ein super Hörspiel. Ich bin wirklich, oder eine Hörspielserie, ich bin wirklich sehr froh, dass ich die Kassetten dazu habe. Und ich würde mich echt unglaublich freuen, wenn Europa einfach Folge 7 bis 10 einfach noch auf den Markt schmeißen würde. Das wäre wirklich große Klasse. Was ich euch auch noch zeigen will, ist einfach mal dieser Comic. Ich bin jetzt auch kein riesen Comic-Sammler, aber ich habe früher selber ein bisschen gezeichnet und habe deswegen so einen kleinen Faible für Comics. Der Comic, der ist deswegen nicht schlecht, weil hier geht es im Prinzip um die Entstehungsgeschichte. Also warum ist Freddy Krueger zu dem geworden, der er ist? Und ich habe damals noch vier Mark für den Comic bezahlt. Heute wäre der wahrscheinlich um einiges teurer. Die Zeichnung ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Also hier, also es ist auch relativ brutal, das Ganze. Und die Zeichnungen sind, also ich habe schon Besseres gesehen, aber ich finde ihn ganz gut gemacht. Er ist auf Deutsch, der Comic. Und es geht, wie gesagt, um die Entstehungsgeschichte von Freddy Krueger. Ich gucke jetzt mal eben, ob wir hier irgendwo ein Bild, ja, hier. Hier haben wir zum Beispiel hier oben, da seht ihr halt, Freddy Krueger da aussieht. Aber das nur am Rande, wollte ich nur zeigen und damit ausdrücken, dass ich eben ein großer A Nightmare on Elm Street Fan bin. Das war es auch schon mit der ersten Folge von Kassettenkind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr noch Fragen habt oder ihr vielleicht auch selber Hörspielsammler seid oder tolle Kassetten habt, könnt ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Hause stehen habt. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen und dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht in meiner Kassettensammlung habe und dann mache ich da gerne ein Video drüber. Einfach, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Dann würde ich super finden, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr vielleicht auch ein Like da lasst und ja, würde ich sagen, hört Hörspiele, habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.